guest comes from a country where she and her colleagues are needed more than ever before, I think. Please welcome with me Jennifer Morgan from Greenpeace in the United States. Resist! Wow, is that so schön? 25,000 Leute sind hier. Ja, hallo Berlin. Hörst du das? Hörst du das? Liebe Freunde, wenn ich nach Deutschland komme, dann komme ich eigentlich nicht in ein Land, sondern in zwei Länder, die irgendwie in einem parallelen Univers zu existieren scheinen. Das ist das moderne, weltoffene Deutschland, das auch für globale Partnerschaft und Verantwortung steht und das mit ihrer Ingenieurinnenkunst für viele Länder ein Vorbild darstellt. Dieses Deutschland ist auch das Land der Energiewende mit seiner modernen Infrastruktur und den Zehntausenden von Windkrafträdern und Solaranlagen. Aber dann, wie wir alle wissen, es gibt ein doch dieses andere Deutschland, das mit den Löchern im Boden, den endlosen Mondlandschaften der Tagebauer, durchsuchen wir dieses Land von einem Gewirr, das aus Autobahnen, auf denen Verbrennungsmotoren aus dem letzten Jahrhundert Autos ohne Tempo in den katapulieren. Resist! Resist! Nur 40 Kilometer von hier stehen wir in Hambach, an der Abbruchkante des größten Braunkohletagesbau Europas. Hier befindet sich nicht nur die Kante einer geologischen Abbruchs, es ist die Kante eines zivilisatorischen Abgrunds. Denn was passiert? Also wirklich, wirklich Leute. Viele Leute wissen das nicht. Viele Leute, die hier dieses Wochenende nach Berlin kommen, wissen das nicht. Bonn, danke. Bonn. Denn was passiert da eigentlich in Hambach jetzt und heute bei helllichten Tagen? Wir sind hier Zeugen eines globalen Verbrechens. Monsterhafte Bagger schaufeln Kohle aus dem Boden nur zu einem Zweck. Das weiß hier, was dieser Zweck ist. Um die Aktionäre des Kohlekonzerns von RWE noch ein bisschen reicher zu machen. Doch gleichzeitig wird mit jeder Pfade und Helm ein Stück Zukunft begraben. Ein Stück Zukunft von den Philippinen, was wir gerade von Edi gehört haben. Zukunft der Menschen für Deutschland, Zukunft für das Land der Fidschischen Inseln, mit dem Deutschland der Bonner Klimagipfel organisiert und das durch den Klimawandel in seiner Existenz bedroht ist. Vor genau 10 Jahren gab es auch einen UN-Klimagipfel auf der Insel Bali. Ich war dabei und ich erinnere mich, wie die Regierung von Bundeskanzlerin Merkel lautstark verkündet hat, dass sie bis 2020 40% der Treibhausgasemissionen senken werde. Der Saal applaudierte frenetisch. Ich auch. Heute muss ich zwei Dinge feststellen. Nummer eins, Angela Merkel ist immer noch im Amt. Und Nummer zwei, die Emissionen sind in diesen 10 Jahren fast überhaupt nicht gesunken. Jahr für Jahr ist diese 40% Versprechen wiederholt worden. Diese Regierung heuchelt eher Klimaschutz. All das sie ihm umsetzt. Passiert ist nichts. Obwohl, nein, es ist falsch zu behaupten, dass überhaupt nichts passiert ist, weil wir wissen, es gibt Milliarden Investitionen in erneuerbare Energie. Aber anstatt, dass wir in Sonne Schritt für Schritt die Kohlekraftwerke ersetzt hätten, wird der dreckige Kohlestrom nun mehr und mehr an die Nachbarländer verschärft. So mit der Energie ist der Saat für den Klimaschutz gelegt worden, aber die Früchte sind niemals geerntet worden. So aber können keine Klimaziele erreicht worden. Was fehlt in diesem Land ist der politische Mut. Das einzuhalten, was man in Paris unterschrieben hat. Das, was man den Menschen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern fest versprochen hat.
Es ist der Mut, etwas zu tun, was vielleicht nicht allen Industrie-Lobbys gefällt. Frau Merkel, lösen Sie mit Ihrer neuen Regierung endlich Ihre Versprechen ein. Steigen Sie aus der Kohle aus. Leiten Sie die Ende der Planungsmotor ein. Nutzen Sie die Bonner Klimagipfel dazu, der Welt Ihre Entschlossenheit zu zeigen, auf Worte, auf Taten folgen zu lassen. Sie sind es den Menschen in Deutschland und auch für den Menschen auf Linie schuldig. Lasst uns zusammenarbeiten, lasst uns das Druck machen. Wir brauchen ein starkes Signal an die Kanzlerin schicken. Hören Sie uns! Danke! Jennifer Morgan, danke schön.